Falls ihr Bock habt, auch mal bei Streams dabei zu sein, geht in die Beschreibung auf Twitch und lasst da gerne ein Follow da. Und falls ihr Bock habt auf coolen Pokémon-Content, dann schaut gerne mal auf meinem Hauptkanal Pokebazi vorbei. Ich hätte gerne einmal die Angel. Dankeschön. Hallo Pichu, muss einmal hier durch, damit ich angeln kann. Und Neorubin, dankeschön für deinen Prime-Sub und Hallöchen. Also, hallo habe ich gerade schon gesagt, wo du reingefollowt hast, aber trotzdem, nochmal hallo. Vielen lieben Dank, Mann. So, komm schon. Übrigens, wichtiger Tipp beim Encounter aussuchen, schau immer Tag und Nacht an, sind an uns. Stimmt. Und wir haben, das ist das Eis-Pikachu, ne? Wir haben den Kugelblitz. Ein Rapidspin tankst du. Du tankst ihn mal. Ich meine, ich bin 7 Level drüber, aber ich dachte zumindest, dass du einen Rapidspin tankst. Bullshit. Bullshit. Ich gehe schon bei. Nein, nur Sumi, darfst ruhig bleiben. Ach, schade. Das Pikachu mit Eis wäre tatsächlich ganz gut gewesen, weil es wäre echt gut gegen Falkner gewesen. Ah, gegen Falkner. Gegen den Falk. Ja, das ist sad. Aber wir haben noch ein paar Encounter auf jeden Fall vor Falk. So, dann gucken wir mal hier im Decksnav. Sehe ich jetzt tatsächlich ehrlich gesagt nichts. Das heißt, wir werden einmal den Time Changer zu Night machen. Und dann nochmal in den Decksnav gucken. Seht ihr auch dieses Rotom? Seht ihr auch dieses Rotom? Und gegen Rotom packe ich, glaube ich, Maxi nach vorne. Ich sehe Bubunkus. Wouldn't be fine. Dann gehen wir nochmal kurz aus der Route raus. Kannst Rotom seine Form jederzeit ändern. Direkt jetzt schon. Das heißt, wir können direkt Rotom Wash vorm ersten Ding machen. Und dann Rotom Cut für uns. Oh, das ist ja richtig nice. Aber erstmal gucken. Irgendwie fahr. Nein, nein, nicht ins Gras laufen. Nicht aus Versehen einen Counter kriegen. Let's go. Kann man hier seine Form ändern? Ja, anscheinend schon. So, Rotom. Und diesmal das allererste, was wir machen, ist, wir werfen den Flottball. Das vergesse ich gerade bei den anderen immer. Muss es dazu rausholen und dann im Labor mit dem PC-Ding sprechen. Okay, schade, es hat nicht funktioniert. Ich will nicht auf Dings gehen. Ich glaube, Torterra ist das Beste, auf was ich... Oh, Confused Ray. Und dann, glaube ich, mal auf Absorber. Wir hauen das natürlich selber. Schaden macht das? Okay. Ich glaube, jetzt gehen wir mal wieder an Maxi. Jetzt Pokéball. Rotom hat nicht so eine hohe Catchrate. Naja, es ist ja trotzdem noch eine Nuzlocke. Es ist ja immer noch, außerdem ganz ehrlich, wir sind im 6. Run. Okay, wir haben Rotom erstmal. Wir können es ja so machen, dass wir das nur so lange machen, bis wir Rocco besiegt haben. Und dann können wir mal weiter gucken. Aber ich will es mir langsam ein bisschen einfacher machen, weil Randomizer Blind Nuzlocke ist das Ding halt fucking schwer. Muss es dazu rausholen und dann im Labor mit dem PC-Ding sprechen. Okay. Ja, es bleibt eine Nuzlocke. Das ist halt wahr. Ich bin auch kein Fan davon, aber es ist selbst aufgelegt. Schauen Sie auch an Steffen, die spielen wie er will und wie er Spaß hat. Ja, und ich will nicht, dass es Spaß mehr vergeht. By the way, ihr könnt Hashtag Namen in den Chat reinschreiben, ne? Randomized Nachdruck ist schon fast unmöglich. Moin Kev Returns, was geht ab? So, Rotom geben wir dann gleich auch noch den Nickname. Und wie gesagt, wenn wir jetzt noch ein paar Mal sterben, werde ich das Ganze wahrscheinlich als Randomizer, aber keine Nuzlocke mehr spielen. Dann spielen wir einfach einen Randomizer Run. Weil dann wird es, glaube ich, echt ein bisschen zu schwierig. Wir wussten die ganze Zeit, dass das Voltorb. Ich wusste das auch. Deswegen steht es auch immer im Titel.
Nee, Sonnenbonbons haben wir noch nicht geholt, können wir gleich machen. So, wir ziehen aber einmal und gewonnen hat Flixe. So, was hat Flixe? Simple? Wenn das Ding Nasty Plot bekommt, ne? Wenn das Ding Nasty Plot bekommt. 31 Dev TVs. So, wie kann ich Rotom? Muss der an erster Stelle einfach sein? So, jetzt holen wir uns nochmal kurz die Sonderbonbons. Der mit Charge Beam. Oh mein fucking Gott. Kann mir bitte jemand sagen, dass Rotom das so lernt? Hilfe, der Bildschirm wird zu hell. Was höre ich hiermit? So, jetzt haben wir Rotom Wash. Hat das Ding jetzt auch schon seine Attacke? Nee. Aber jetzt haben wir Rotom Wash. Uns läuft eine Waschmaschine hinterher. Hat er immer noch Simple? True, mal gucken. Ja, immer noch Simple. Das heißt, jedes Rotom hat einfach... Und ganz ehrlich, ich glaube, ich gehe nicht mal zu Rotom Mo. Ich glaube, ich werde auch Rotom Wash gegen Dings spielen. Gegen Misty wäre doch dumm, wenn ich da potenziell für einen Double Step oder so eine Schwäche der dann einfach zukommen lasse. Du bekommst Charge Beam, sobald du Zerschneider hast. Okay, also vor Major Bob potenziell. Bringt gegen Major Bob jetzt natürlich nicht viel, aber trotzdem. Wir können uns jetzt einmal nochmal Encounter oben holen. Packen dafür einmal wieder ganz kurz zur Terra nach vorne. Dann haben wir jetzt nämlich nochmal einen Encounter im Vertania-Wald. So, erstmal gucken wir, was es hier gibt. Sneasler, Phantoros. Litwick wäre geil, aber wir kriegen relativ spät das Entwicklungs-Item und das entwickelt sich super spät. Wir gehen einmal kurz auf Time Changer. Ne, Tag hatten wir. Und gucken, was es noch in der Nacht gibt. Ulaozu. Oder Raupigeis. Rehornior. Wir haben halt schon Ground-Type. Darf ich fragen, wie du am Anfang von Radical Red die Fragen beantwortet hast? Wir machen, wir haben den Randomizer angemacht, wir haben den Ability Randomizer angemacht und das war's. Guys, was seht ihr? Bei den ganzen Mons sehe ich potenziell als Urshifu, Sneasler, Phantoros. Ja, eigentlich nur die. Ich habe ein Patent dafür, dass du Sneasler fängst. Okay, dann schönen Tag noch. Raupi schon bastet. Hätte gedacht, Lilip könnte spannend sein. Urshifu über Sneasler. Ja, Lilip ist auch Ding, aber es entwickelt sich auch spät, weil es war, glaube ich, es war ein Lilip. Schwierig. Beim Ground, wir haben halt zwei Water-Types, aber gerade fürs erste brauchen wir das und den können wir so oder so zu alle machen. Ist eine ganz andere Frage. Hast du eine ältere Version? Nee, ich habe die aktuellste eigentlich. Poison haben wir halt auch schon mit Maxi und der hat auch ein bisschen Kampf-Coverage. Wenn es ein Dark Urshifu wäre. Kampf ist halt auch ganz nice jetzt gegen Dings nochmal, ne? Okay, you know. Wir gucken nochmal. Und zwar werden wir jetzt eine Abstimmung wieder machen. Neue Abstimmung.
Wen sollen wir probieren zu fangen? So, wen haben wir denn alles Dings? So, am Tag, am Decksnav, hätten wir einmal Phantoros, Sneebos. Das sind eigentlich die einzigen, die ich hier sehe tatsächlich. Und dann hätten wir noch Urshifu war... Ich weiß nicht gerade, ob man den so schreibt, aber ihr wisst auf jeden Fall, wer es ist. Oder Lilip. Ich glaube, ein Doppel-L? Ich glaube, nur mit einem L. Das heißt, Spectrio, Shifu, Sneasel, Salmagnes sehe ich halt gar nicht. Ja, Lilip ist nah, wobei es nicht ganz so geil gegen Falk tatsächlich. Aber da haben wir jetzt halt potenziell... Rotom. Deswegen sehe ich Phantoros, Sneebos, Urshifu und Lilip. Eine Minute habt ihr Zeit. Wir beginnen die Umfrage. Ihr dürft entscheiden, wen wir von den vier versuchen zu fangen. Bisschen Chat-Interaktion ist ja immer wichtig, ne? Kinders. Sieht gerade stark nach Lilip aus, tatsächlich. Wo ist Raupi? Den kriegen wir doch auch noch so. Ich habe einen neuen Follow auf Instagram. Ist es wieder ein Bot? Ne, ist tatsächlich mal kein Bot. Neun, neun, Urshifu, Lilip. Ja, Lilip entwickelt sich auf 40, das ist halt super spät, ne? Es ist ein Tai Urshifu gegen Lilip. Ganz ehrlich, dann tendiere ich eher zu Urshifu, weil wenn es ein Dark Urshifu ist, wonach es hier auf dem Ding auch aussieht, dann sehe ich das tatsächlich eher. Wen packe ich nach vorne gegen Urshifu? Ich glaube, Nikwo ist am besten. Es ist ein Dark Urshifu. So, das heißt, wir gehen einmal auf Bulldoze. Rock Smash. Tut schon ordentlich weh. Tangling her. Dann absorben wir einmal. Macht ja gar nichts. Halleluja. Sucker Punch. So, das heißt, wir nutzen die Chance. Wir werden einmal Nikwo ein bisschen hochheilen. Sucker Punch du weiter, das ist komplett okay. So, und jetzt gehen wir an Maxi. Und jetzt gucken wir mal, was, wie viele Bälle wir werfen müssen. Ich sag 17. Neun Dreiviertel. Ich mach gerade 5 KP. Das heißt, jetzt müssen wir einmal auswechseln in Larius. Potion für Maxi. Und wieder in Maxi. Kriegt aber auch immer diesen Scheiß-Drop, ne? Schon. Warum ist Naisha angepisst? Ach, weil ich den Flopper wieder vergessen habe, oder was?
Warte ganz kurz. Da wird einem versprochen, heute zu zocken und dann hält man es nicht ein, legt den Ritter vor und zockt mit anderen. Ich hab dir doch geantwortet. Nein, haha, lustig. Aber nein. Ja, mein Gott, es kann was dazwischen kommen, aber ja, ich verstehe es, dass du piss bist. Dachte schon, es war was wegen mir. Werf jeden scheiß Ball, den ich hab, ne? Wechseln wir jetzt einmal nochmal aus. Und weiter geht's. Moshifu. Bitte. Wir sind bei 25. Das ist okay. Ich hab grad nur ein bisschen Angst, dass da irgendwie doch noch ein Angriff dahinter steckt. Komm schon, komm schon, komm. Ich glaube, da kann jemand nur noch Silberblick. Komm schon. Ja, die letzten vier machen wir nochmal ohne Speeden. Kann Rotom keine Donnerwelle? Oh, er hat Struggle. Vielleicht hatte Rotom Donnerwelle. Ich habe nicht drauf geachtet. Hatte der Donnerwelle? Das wäre jetzt kacke, wenn der Donnerwelle gehabt hätte. Ich meine, er hätte mal... Oh doch, der hat Thunderwave. Stimmt. Ist jetzt trotzdem, möchte er da schon nur kurz sagen, nicht, dass wir das trotzdem safe gewonnen hätten, okay? Wir hätten es trotzdem nicht unbedingt, das heißt nicht, dass wir safe bekommen hätten. Safety first. Na komm, wir haben das Geld. Gehen wir mal nochmal 60 Pokebälle. So, das heißt, wir haben uns hier auf jeden Fall das Mon rausgeholt. Bitte, das Mon haben wir haben uns jetzt prinzipiell alle geholt. Das heißt, wir könnten jetzt höchstens Rotom einmal nochmal ganz kurz ein paar Level trainieren. Aber nicht gegen das Unlicht-Pokémon. Ja, auch nicht gegen das da vielleicht. Ja, gegen das da schon eher. Wobei, komm. Wir holen uns oben einmal ganz kurz. Gegen das Krebschor. Wobei, ne, ich sollte schon Rotom trainieren, wenn ich mit denen das Krebschor besiegen will. Dann gehen wir mit Nikwo einmal. Rion. Habt ihr eigentlich heute noch irgendwelche anderen Pläne, Guys? Wechseln wir lieber einmal aus. Noch irgendwas Spezielles vor. Hallo Melli! So, Level 8 für Uproar. Ja, besser als Confused Ray. So, und auf Level 8 sollten wir das Krebschor auch mit dem Ding hier besiegen können. Ein bisschen zocken, dann Frühschlafen, Frühschicht halt. Ja, ich genieße das gerade. Ich habe auch heute drei Videos aufgenommen. Eins habe ich fertig geschnitten, das kommt morgen. Und es werden mal wieder fünf Pokémon, die eine Attacke nicht können, die sie können sollten. Das haben wir schon mal gemacht. Jetzt einmal ganz kurz gucken, was haben wir denn hier nochmal für Items. Psycho, Spelltech, Softsense, Silver Powder, Sharpie. Mystic Water, Miracle Seed, Mental Herb. Black Glasses, Absorb Bulb, naja. Wobei die Wise Glasses können wir Rotom einmal geben. Ich muss morgen früh
noch Farbe und Laminat kaufen. Dann garnieren sie sich. So, wir holen es jetzt einmal. Den Kampf gegen Game Boy, das sollte relativ fix gehen. Und gegen dich holen wir einmal Maxi rein. Und killen das einmal mit Sludge. Perfekt. So. Jetzt haben wir nämlich auf jeden Fall schon mal den. Dann können wir jetzt noch den Rivalenkampf einmal machen. Und dann haben wir das auch. Hast du übrigens auch Antibären bekommen, so für zukünftige Bossfights-Nutze? Ja, das habe ich schon gesehen. Wir werden uns jetzt taktisch auf jeden Kampf, wo wir uns nicht sicher sind, ob wir den gewinnen, richtig heftig vorbereiten. Wir leaden einfach mal hiermit. Und gehen dann einfach mal ganz kurz in Liam rein. Ja. Anivana können wir Thundershocken. Oricorio können wir Thundershocken. Perfekt. Ich glaube, das Rotom könnte richtig wichtig werden. Und da ich das jetzt gesagt habe, wird es sterben. Elendig. Aber by the way, wenn der 10. Run auch wieder fehlschlägt, das möchte ich jetzt an der Stelle einmal gesagt haben, damit viele von euch mitkriegen, dann werden wir das Ganze als Randomizer durch ganz normal spielen, aber nicht als Nuzlocke. Dann gucken wir einfach, dass wir jeden Kampf halt irgendwie taktisch schaffen und dass wir aber nicht mehr komplett sterben können. Weil irgendwann ist der Witz halt dann auch tatsächlich vorbei. Das heißt, wir müssen aber den 10. Run, wir sind gerade im 6. Sobald wir den 10. anfangen und den auch nicht schaffen sollten, dann werden wir quasi das als Randomizer ohne Dings durchspielen. Merkert, gegen das Ding stehen wir tatsächlich gar nicht mal so gut da. Und Yuna hat gewonnen. Also mit dem 11. Run, genau. Ab dem 11. Run keine Nuzlocke mehr, sondern nur noch einen normalen Randomizer-Run. Doch am Anfang können wir jetzt alles immer relativ fix speeden tatsächlich, weil wir haben das jetzt schon so oft gesehen, ne? Rock Throw. Ganz ehrlich, ja. Gesteinsattacke. Auch nochmal gut gegen Flug. So, bestes Mon ist gerade eh Rotom, was wir haben für Falk. Dagegen Falk müssen wir ja. Oshana, auch gut. Dann gehen wir doch lieber einmal in Starmie und Psybeam. Was haben wir jetzt? Clownsparade, Dankeschön für dein Follow und Hallöchen. Einfach mal swaggern, finde ich uncool. Vor allem, wenn wir ihn selber hauen. Klatsch kommt durch, Gott sei Dank. So, wir packen jetzt auch einmal Maxi nach vorne. Weil das ist ja jetzt wieder die Tante mit ihren Feen-Pokémon. Infernal Dripper Lamar. Du hast die 2500 fast. Hab ich die nicht sogar schon? Wie viele sind's denn? Ich aktualisiere mal meinen eigenen Stream ganz kurz. Vielleicht steht's unten. Wie viele fehlen denn zu den 2500? Ich muss sagen, die Zahlen auf YouTube haben mich immer 78. Es fehlen noch 22. Haben mich immer ein bisschen mehr interessiert als auf Twitch. So, ich, wie gesagt, ich bin mir. Kann ich das schon machen? Nein. Braucht die TM dafür. Die VM. Von dem her, Chirogamer 50, Dankeschön. Dieser Romek hat mir gezeigt, wie sehr ich mir wünsche, dass die einfach mal ein neues Pokémon-Spiel in 2D-Look raushauen. Understandable. Psychic Seeds. Heartstones.
Black Bells, Dragon Fangs, Magneten, Persim, Roseberries, Tanga Berries. Da war wohl das neue Care Package. Für Route 2 kriegen wir noch keinen neuen Encounter. So, einmal das hier. Dann holen wir uns einmal das Ei. Dann holen wir uns einmal das Nugget. Dann packen wir Rotom nach vorne. Und ich würde sagen, hier und im Dings gucken wir jetzt nochmal beim Dexnuff. Einmal am Tag. Das Mantags. Kobalium ist cool. Gold Steel Fighting. Tunnel ist halt spät, ne? Myriador, der ist nice. Ich finde den richtig overcool. Ich mag den Namen immer noch. Der Name ist cool, overcool einfach. Aber ja, wir gucken dann mal noch, was wir am Tag haben. Das Mantax ist Elektrogift. So, machen wir mal Time Change auf Night und gucken einmal, was wir hier haben. Hydrain? Was sind eure Meinungen, Guys? Ganz normal in einem Video deiner eigenen Region bezüglich Arena. Das wird mega oft gefragt, Niklas. Das Problem ist, das braucht unfassbar viel Vorbereitung. So, dass ich sogar lieber sagen würde, ich hole mir dann ein paar Leute mit ins Boot, die zeichnen können. Und dann eventuell würde ich das machen. Aber das ist halt so viel Aufwand, dass ich mir das aktuell noch nicht leisten könnte. Paparaja oder wie es heißt. Hydrain, let's go. Irgendwas Fangbares. Ich bin für Bummel. Stimmt! Wir fucking Bummels! Wir haben random Abilities. Wenn wir Later King kriegen, ich bin voll für Bummels. Ich bin sowas von für Bummels. Also nur mit alten Pokémon. Ja klar, aber wie gesagt, das würde halt super viel, trotzdem super viel, in Anspruch nehmen, weil alleine ich bräuchte ja mit 8 Arena-Leitern, und, den Top-4-Typen bräuchte ich halt quasi, trotzdem Leute, die das alles zeichnen, und das ist halt super viel Aufwand. Es ist geplant, irgendwann wird's kommen, aber trotzdem. Aber let's go in Bummels. Okay, konnte nicht gefunden werden. Let's go. So, wir werden einmal Thunder waven. Und dann einfach Bälle werfen. Mit speziellem Affenfokus hatte das Ding ja. Das ist ja das Problematische. Vielleicht haben wir Glück, dass es diesmal nicht die Kackfähigkeit hat. Okay. Wir haben Bummels. Was bedeutet, ihr dürft einmal Hashtag Namen in den Chat reinschreiben, wenn ihr Bummels sein möchtet. Also ich glaube, das ist tatsächlich ein Projekt, was ich erst machen könnte, wenn ich irgendwann mal YouTube tatsächlich vielleicht irgendwann Vollzeit machen würde. Weil da muss so viel Stuff reinfließen. Das ist seit Jahren geplant. Ich setze mich jetzt auch endlich mal in die Top 10 Pokémon Soundtrack Liste, weil die wollten Leute auch seit Jahren. Machen wir die jetzt auch. Aber ja. Also wir gucken mal. 16 Leute wollen schon sein. Ich hoffe, der hat eine einigermaßen gute Fähigkeit. Er muss ja nicht mal eine gute Fähigkeit haben. Er muss einfach nur keine beschissenen haben, die ihn einschränken. So wie letztes Mal, als wir einen beschissenen speziellen Affenfokus bekommen haben. Golfer. Bitte sei einfach nur nicht kacke. Immunität. Wir können nicht gepoisoned werden. Wunderbar. Einfach nur eine fucking gute Fähigkeit auf dem Ding. Jetzt müssen wir das Ding nur noch zum Later King kriegen. War es auf Level 30? Level 30, ne? So, das heißt, wir gehen jetzt aber nochmal unten in die Höhle. Rubino war es leider ein bisschen spät. Aktualisier am besten mal den Stream. So, Diglett's Cave. Okay. Komo-o ist sehr sexy. Zeraora oder Pikachu gäbe es auch noch. Homo, Zeraora, Pikachu. Icognito wurde gebufft, das hat er auch nötig gehabt. So, und jetzt gucken wir mal noch, was es am Tag gibt. The Root.
Da ist auch nochmal ein Zeraora. Oder Zerud ist halt auch sexy, ne? Das heißt, wir haben Kumo, Zerud, Zeraora oder Pikachu. Aber Pikachu können wir weglassen, wenn wir die Chance auf Aura haben. Hast du eine Ahnung, wie spät sich Cosmog entwickelt, OBM? Zeraora ist auf vielen Routen vertreten, das war. Ja, in den 40 und 15, deswegen lohnt sich das jetzt nicht am Anfang. Was für eine Capture-Rate hat Aura? Auch eine 3er? Und den können wir halt leider nicht paralysieren. Ja, Fangrate von 3. Ja, ist was meint er? Kumo wäre eine Möglichkeit. Zewaro nicht. Wir haben schon sowohl ein Ghost, wenn wir das normale Rotom nehmen, als auch einen Pflanzentype. Bei Zerud wäre es eine Ausnahme, weil es ist ein Dark-Type und Zerud halt auch an sich nice ist. Aber was würdest du gerne für einen Link posten, OBM? Bei dir weiß ich ja, dass du kein Bullshit reinschreibst. Ja, Zerud ist halt geil für die ersten 2-3 Arenen, das ist wahr. Aber Aura halt auch. So, ich glaube nicht, dass wir groß Probleme mit der ersten Arena kriegen werden. Ich tendiere halt zu Aura. Das kannst du gerne machen, OBM. Aber wen packen wir da nach vorne? You know what? Warte mal. Wir gehen erstmal noch ganz kurz ein bisschen trainieren. Wobei, komm. Wir sind eh auf der Dings. Das sind Bottle Caps. Rare Candies. Slack Off ist halt so geil, ne? Packen Encore weg. Gefeint. So, packen die alle mal auf Level 15. Nimmst du bei der Nuzlocke random Shiny? Ja, wenn Shiny kommt, dann dürfen wir es auf jeden Fall fangen. So, jetzt speichern wir einmal. Packen wir nämlich Golfer nach vorne. Damit wir einmal dingsen können. Ah, warte mal, du konntest keinen Link reinschicken. Warte mal, Ausrufezeichen. So, du kannst jetzt für 60 Sekunden kein Timeout, also müsstest jetzt, glaube ich, einen Link schicken können, oder? Probier's mal, okay, geht immer noch nicht. Dann schick mir den am besten einmal ganz kurz auf Dings. So. Couldn't be found hierbei. Okay, let's go. Was geht ab, Sarah? Level 9. Wir probieren erstmal einen Quickball. Komm schon. Wäre auch zu schön gewesen. Spark. Wir können aber yawnen. Perfekt. Dann werden wir einmal Slack offen. Wir werden nicht. So, dann werden wir scratchen. Er ist einfach direkt aufgewacht. Unehren. Der hat Wandlungskunst! Nein, halt. Oder? Warte, war das gerade Wandlungskunst oder Farbwechsel? Ich bin mir gerade unsicher. Einen Moment. Ich muss meine Items gleich sowas von ordnen. Ich weiß nicht, wo die Tränke sind. Da sind die Potions. Ja, der hat einfach Wandlungskunst Zeraora.
Komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon. Wandlungskunst der Raw Aura wäre halt sexy as fuck, ne? Ja, mit seiner Coverage ist das halt wirklich... Oh, natürlich ein Crit. Ja, nochmal. Yes! Hashtag Name in den Chat, wenn ihr Zero Aura sein wollt. Das ist wichtig. Halleluja. Wandlungskunst Zero Aura. Das ist fucking strong. Kill das bloß nicht, ja. Werde ich safe tun. Das wissen wir alle. So, wir ziehen und gewonnen hat. Impi. Also, warte mal. Jetzt müssen wir uns oben auch noch das Ding holen. Thief haben wir auch noch. Also, wir könnten den. Auch noch zum Dark-Type machen. So, jetzt müssen wir noch das Ei ausbrüten. Ja, stimmt. Ich wollte gerade sagen, oh mein Gott, hier gibt's ein Root, aber... Na ja, klar. So, ich mute für euch einmal ganz kurz die Dings. Die Desktop-Audio. Einfach nur, damit wir ganz schnell noch das Ei einmal ausbrüten können. Und dann klatschen wir Falk. Erzähl uns eine Geschichte. Boah, mein Leben ist heute eigentlich langweilig. Ich habe ja letztens, das hatte ich am Stream erzählt, eine Rückzahlung, eine Nebenkostenrückzahlung von 300 Euro bekommen. War ich halt bei meinen Nachbarn unten und die haben mir halt alles so vorgelegt und gesagt, ja, ja, du kriegst 300 Euro zurück. Ich so, cool. Habe ich 300 Euro bekommen, die haben sie mir tatsächlich in Bar ausbezahlt. Davon habe ich dann halt unter anderem Essen und sowas Stuff gekauft. Das hier ist eine nie endende Geschichte. Absolut wahr. Und das Geld werde ich teils einfach mit auf die Gamescom nehmen und ich werde mich in der Merch-Halle richtig bedienen. Ich werde mir da richtig nice'n Shit kaufen. Falk ist Radical Red so ein Meilenstein, oder? Inwiefern Meilenstein-Toad? Also an Falk kommt jetzt eigentlich easy vorbei. Richtig ein Reinurgeln. Wird sich richtig gegönnt, ne? Ich gehe mit... Ne, ohne Witz, ich will mir so richtig viel Merch kaufen. So, wir haben einmal... Erinnert ihr euch noch, als der uns hops genommen hat? So, wir createn einmal. Ihr dürft Hashtag Namen in den Chat reinschreiben, wenn ihr Kramschaft sein wollt. Hab in der Gamescom beim Merch immer geschaut, was es gibt und mich interessiert dann günstig online gekauft. Ja, verstehe ich. Allerdings gehst du so ein bisschen... anders ran, also ich bin da absolut bei dir. Ich bin jemand, der sich sowas super ungern kauft, weil ich weiß, dass ich es online billiger bekomme. Aber da hängt halt auch ein bisschen Erinnerung damit dran. Zum Beispiel das Zapdos, also einen Moment. Das Ding hier ist halt aus einem. Wobei lustigerweise das tatsächlich fast genau gleich beteuert war. Also ich glaube, das war in dem Laden sogar billiger, als ich es online gesehen habe, um ein paar Euro. Aber das hatte ich halt auch gesehen und dachte mir so: Komm, ganz ehrlich, du bist im Urlaub. Gönn dir was. Du hast aktuell keine Geldprobleme, gönn's dir. Und das ist halt so auch die erste Gamescom, wo ich halt nicht mehr in der Ausbildung bin oder sowas und halt mein Geld noch verdiene und dementsprechend genug auf der Bank habe und alles, dass ich mir einfach mal was gönnen kann und ich will mir einfach mal was gönnen.
So, es haben genug Leute reingeschrieben, wir ziehen und es ist Kurva United. Und deswegen werde ich mir halt wirklich gönnen. Abends geht's ja dann noch ein bisschen feiern. Werde mir da aber nicht so die Kante geben. Und ja, ab Dienstag arbeite ich ja dann wieder. So, was hast denn du für eine Fähigkeit? Du hast No Guard. Verstehe das voll, hab letztens meinen alten PC verkauft und überlege schon die ganze Zeit hin und her, was ich mir Kleines gönne. Es tut halt manchmal einfach gut zu wissen, so, yo, man kann sich was gönnen. Und ganz ehrlich, man sollte sich ab und an auch echt mal was gönnen. Ich würde sagen, für Falk packen wir einmal kurz Torterra raus. Weil den brauchen wir gegen Falk gerade nicht unbedingt. So, und jetzt werden wir einmal ganz kurz, wie sortiere ich das nochmal? Halt, warte, einen Moment, wir packen Potions. Ganz nach oben. Was müssen wir noch ganz nach oben packen? Erstmal kriegt der auch noch gleich... Die Rare Candies packen wir einmal nochmal ganz kurz mit hoch. So, den Magneten geben wir dem hier. Psychic Seed ist auch gut. Kramchef geben wir dann wahrscheinlich... die Black Glasses. So, und jetzt werden wir auch ganz kurz mit den Rare Candies einmal die noch auf Level 15 bringen. Fury Swipes braucht man nicht, das misst eh. Kenn mich. Volt Switch, ja! Und Claws hat er halt auch noch. Okay, wir können Scratch wegpacken, wir haben Quick Attack. Bin Pawnscrow lernt halt einfach nichts. Müssen wir in die TM-Box reingehen und ihm einmal Raub geben. So, ein Plüsch-Altaria wäre halt schon cool. Hoffen wir, was bei der Gamescom. Bestimmt mache ich das. So, welches Item geben wir dir denn? Hearthstone, Psychic Deepsis, Spelltech, Software und so, Hedda Sharpie. Ich glaube, den können wir nicht mal großartig irgendwas geben. Paralyze hier, ne. Ich glaube, der kriegt dann tatsächlich einfach Poison Burn, Defrosting, Oran. Magnet haben wir ja schon Dings gegeben. Okay, Senkt Feuer, Wasser, Grass, Ice, Poison, Flying, Psychic Bug, Rock. Taken from a normal type move. Ganz ehrlich, wir geben dir einfach mal den, falls ein normal move kommt. Und dann nehmen wir einmal ganz kurz die Wise Glasses. Und geben auch dir nochmal ganz kurz einen Magneten. Und dann leaden wir auch jetzt mit dir. Und das Ding ist, ich werde dem ganz kurz den Water-Type wegnehmen. Weil... gegen das, wie heißt das Ding nochmal? Emolga ist es vielleicht ganz gut, wenn ich da eher einen anderen Type habe. Und ich tendiere da tatsächlich eher zum normalen, beziehungsweise zum Feuerding. Weil Pflanze will ich halt nicht nehmen, weil dann Flugattacken neutral sind. Ich tendiere halt, glaube ich, fast eher zum normalen. Ah, ne, muss ich gar nicht rein. Ohne WLAN-Verstärker geht's einigermaßen. Halleluja. So, was würdet ihr sagen? Eis? Ja, wir haben noch keine Eisattacke, OBM. Eis bringt doch eigentlich nichts. Ich hätte in dem Game nämlich keine Schwebe. Ja, hier nicht. Rotom Fly. Ja, aber dann haben wir auch wieder keine Elektroimmunität wegen Emolga. Das ist nicht deine Eisattacke. Ich glaube nicht, weil vom Level her passt das noch nicht. Nee. Deswegen würde ich, glaube ich, tatsächlich das normale Rotom einmal bevorzugen, weil wir dann auch nochmal eine Immunität gegen Dings haben. Ich finde es so schade, dass die ganzen regionalen Pokémon exklusive Entwicklungen bekommen haben. Wieso kein Sinnoh-Sneebos? Und wo ist überhaupt Hisuis Nibuna?
Naja, ist doch cool auch wiederum, dass sie ein Dings bekommen haben. Heat, würde ich sagen. Sagst du eher Heat? Ich meine, wir gehen vor Rocco eh nochmal runter. Und ich glaube, alleine wegen den potenziellen Normal-Types ist mir das normale Rotom lieber. Und wir haben nochmal ein bisschen mehr Speed. Mach's gut, Larius. Ich kann einmal ganz kurz Infinite Repel anmachen. Hätte ich auch vorher schon machen können. So, ich glaube, mehr können wir nicht machen. Richtig, aber die Kampfimmunität ist halt auch nice. Aber mein Link, den ich dir geschickt habe, sagt so eine wie sollte es können? Was? Nochmal. Moment. Dann gehen wir da mal ganz kurz rein. Was hat der OBM denn geschickt? Um was ging es denn da nochmal? Search Pokémon. Rotom. Ich vermute mal, dass ich das dem beim Attacken-Relearner dann geben kann. Also würde ich jetzt spontan mal sagen. Ja, der hat Lightning Rod. Rockwelle macht wie viel? 37, 26. Wir können gerne jetzt die ganze Zeit abrauen. Du hast irgendwann keine Roosts mehr, Molga. Gehen wir mal Maxi. Und Slutschen. Und Slutschen. Perfekt. Dann gehen wir jetzt einmal in Aura. Sparken einmal. Sparken zweimal und haben es. Wunderbar. So. Einmal Roost, gehen wir einmal Cover United, Ruheorten ist immer gut. So, wir werden jetzt aber nochmal runtergehen und jetzt einmal. Nein, wir lassen das Rotom so. Wenn wir eh keinen Board, wir haben einen Custerberry switchen dann. Oder wollen wir den überhaupt auf die Custerberry bringen? Tendier, hat halt safe. Warte mal, können wir nicht mit Maxi eventuell einfach mit Doppelkick die Custap umgehen, die Robustheit? Wenn wir jetzt richtig versuchen, taktisch klug ranzugehen, geben wir dem Ding einfach einen Black Belt und können dann das eventuell umgehen.